waren die Gewinner bei dieser Aufgabe? Was war besonders hilfreich? Das waren also die besprochenen beiden Dinge. Das erste, ein großes und sauberes Freikörperbild. Da kann man dann auch mal die Kraftwirkungslinien und irgendwelche Abstände und Hebelarme einzeichnen und dann macht man nachher keinen Fehler mehr. Und das zweite war wichtig, dass wir eben nicht mit dem Kräftegleichgewicht angefangen haben, sondern mit dem Momentengleichgewicht. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit einem geschickt gewählten Bezugspunkt. Ein Bezugspunkt, der zu einer Gleichung in nur noch einen Unbekannten führt. Und wann ist ein Bezugspunkt geschickt gewählt? Na, wenn er im Schnittpunkt von möglichst vielen unbekannten Kraftwirkungslinien liegt. Denn dann fliegen diese unbekannten Kräfte aus dem Momentengleichgewicht raus. Wir highlighten mal alles, was besonders wichtig ist auf dieser Seite, nämlich großes und sauberes Freikörperbild, das ist das A und O bei allen Aufgaben. Und dann der geschickt gewählte Bezugspunkt. Und zwar ist er geschickt gewählt, wenn er im Schnittpunkt von möglichst vielen unbekannten Kräften liegt.